Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Herrschaft, schön, dass ihr wieder da seid. Zu einem weiteren Draches Meinung. Und heute ist das Thema Schmuck. Jetzt ist die Frage natürlich, Reini und Schmuck, was trägt er denn? Ja, meistens irgendwelche Halsketten mit nordischen Symbolen, wie hier auch im Thumbnail abgebildet. Er hat noch seine Halskette mit einem komischen Drachensymbol drauf. Der Mjölnir ist ja, glaube ich, mal irgendwann abhanden gekommen, als er sich mit irgendeinem Freund von Affenkeks rumgeschubst hat. Aber gut, das passiert halt. Wir schauen bei Spiegellord römischen 9 und gehen gleich ins Intro rein, würde ich sagen. Whoop, whoop. Yay, Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal-Reini, ach ja, ach, wir haben wieder ein Draches-Meinung, wie schön. Da wissen wir, jetzt wird sich wieder Mühe gegeben. Es wird alles vorbereitet, gemacht, getan dafür, dass es super Content gibt. Nicht einfach nur irgendwas dahingerotzt. Nein, das ist Premium. Wir sehen Rainer mit keinen Flecken auf dem T-Shirt, gekämmt, gut rasiert, vor einem Greenscreen, auf dem keine Flecken sind und die Ecke gut aufgehängt ist. Und die Kamera ist so positioniert, dass man auch nur den Greenscreen sehen kann und nicht noch den Türrahmen, die nicht verputzte Wand, die Tür, irgendwelche Poster und sonstigen Gammel. Schön wär's. Sind schon wieder drei Hater von meiner Haustür am Montag um 15.04 Uhr, nee, um 15.48 Uhr. Na gut. Reini, wir haben Draches Meinung. Thema ist Schmuck, nicht meine Meinung dazu, dass Hater irgendwann am frühen Nachmittag draußen auf der Straße rumlaufen. Und ob es überhaupt, gut, es sind Hater. In Reinis Augen sind es natürlich Hater, es sind Menschen, die nicht dahin gehören, wo sie gerade sind, zumindest in Reiners Augen. Sie haben gefälligst irgendwo, weiß ich nicht, Löcher in der Straße zu stopfen oder, weiß ich nicht, für Reinis zukünftige Sozialhilfe zu arbeiten, irgend sowas. Residenz treiben sie auch wieder ordentlich hoch bei uns in Franken. Die drei. Ja, wahrscheinlich. Da gehe ich auch von aus. Also, dass da drei Hater jetzt stehen, direkt um 100.000 Prozentpunkte durch die Decke gegangen. Bei uns im Landkreis. Die Inzidenz ist nämlich wieder auf 37, beziehungsweise heute ist auf 32. Und dadurch steigt anscheinend auch das Niveau der Gesichtskirmes bei Reini. Warum interessiert dich das denn? Du erzählst rum, Corona ist dir egal, es schränkt dich nicht ein und du glaubst ja aus irgendeinem Grund, dass dich das auch nicht infizieren könnte, beziehungsweise, dass wenn du infiziert wärst, du das locker überstehen könntest, warum auch immer. In meinen Augen bist du absoluter Kandidat für schwere Corona-Folgen zu der Zeit. Du rauchst, du bist übergewichtig, du hast Vorerkrankungen wahrscheinlich wie Diabetes, also du solltest da vorsichtig sein. Gestern war es ja 37. Ach so, dann ist die jetzt runtergegangen, dadurch, dass die drei Hater vor der Tür stehen. Ja, ich hoffe, du animierst die jetzt nicht dazu, dass mehr Hater da hinkommen, damit die Inzidenz weiterfällt. Ach, die steigt momentan wieder ganz schön gewaltig, vor allem, weil sie vor 2 Tagen noch auf 0 war. Ach so, von 0 auf 37 gestern und jetzt wieder auf 32 runtergestiegen seit gestern. Aber man braucht sich ja nicht wundern, wenn die ganze Zeit irgendwelche Vollhongs vor der Haustür von anderen Leuten stehen und dann quer durch Deutschland reisen, nur um einen auf den Zeiger zu gehen. So, heute geht's um das hier. Um Halsketten und um Ketten und Ringe allgemein. Wobei ich jetzt gerade noch überlegt habe, das mal so zu machen. Weil die Sache ist nämlich die, ich habe vor einiger Zeit, vor 3 Tagen oder so, oder 4 Tagen, habe ich auf TikTok ein Video gemacht, wo ich das hier gezeigt habe. Toll, Reini. Also, ich halte TikTok ja für kompletten Abfall. Von mir aus könnten sie die Server, auf denen das läuft, direkt ausstecken. Man braucht es nicht, es ist eher schädlich. Und trägt zur Verblödung der Menschen bei. Ja, das hier sind meine Ringe. Die habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Das glaube ich nicht. Ja, ich habe da die Fingernägel. Ja, das glaube ich schon. Ja, man sieht's auch. Ziemlich deutlich. Woher eigentlich? Reini,
Du machst nichts im Garten, du arbeitest nicht körperlich. Warum hast du ständig dreckige Fingernägel? Meine Freundin geschenkt bekommen. So. Da steht drauf, Eternal Love. Und auf dem anderen steht drauf, The Only Eternal Love. Also sprich, die ewige Liebe und die unendliche, nee, die eine unendliche Liebe. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Ja, deine Freundin hat richtig an dich gedacht. Es ist ein persönliches Geschenk. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich halt eine andere Kette benutzen muss, weil ich halt die Halskette, die ich habe, halt nicht mehr habe und so weiter und keine Ahnung und überhaupt sowieso. Die Halskette, die du hast, die hast du nicht mehr. Warum? Reini, heb mal dein Kinn hoch. Vielleicht ist die ja irgendwie da noch vorhanden, wo mal dein Hals war. Taste das mal ab. Es kann auch sein, dass du vielleicht einfach mal die Schanze aufräumen solltest und diese Kette wie durch Wunderhand wieder zum Vorschein kommt. Das kann auch passieren, wenn man in einer Müllburg haust. Und dann hat es halt geheißen, ja, warum nimmst du nicht einfach die Kette von deiner Freundin? Das Problem ist, ich bin ein ziemlich riesiger Typ. Ja, was den Umfang angeht, schon. Und so eine kleine filigrane Kette. Erstens mal sieht sie komisch aus bei mir. Und zweitens das Problem, dass die mir eh zu kurz war. Ja? Die wäre so. Hätte mich damit ersticken können oder was? Ja, aber das hat auch wenig mit der Körpergröße zu tun, Reini. Kannst du mir glauben? So, die Kette hier ist groß genug. Damit geht's. Und dann haben viele noch gesagt, warum trägst denn du einen Ring an der Kette? Nee, so reden eigentlich keine Menschen. Das ist meistens nur diese Hater-Stimme in deinem Kopf. Hat noch nie Herr der Ringe gesehen? Ja, aber jetzt weiß ich nicht, ob du Herr der Ringe nicht verstanden hast, aber Frodo wurde der Ring erstens nicht von seiner Freundin geschenkt und zweitens war es nur ein Ring. Und jetzt weiß ich auch nicht, was du vorhast. Willst du den irgendwie in den Altschauerberg werfen? Ich verstehe es nicht. Außerdem ist die Sache die, dass es halt zwei Ringe ineinander verkettet sind. Ja? Die gehören so. Die gehören. Das ist ein Ring, den man an der Kette trägt. Der ist dafür gedacht. So. Ich hatte auch noch einen anderen Ring hier. Den habe ich mir allerdings selber mal, beziehungsweise den habe ich mal von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Der sieht jetzt auch richtig kitschig aus. Der passt zu diesem komischen Drachenkrug, den du irgendwann mal irgendwo herbekommen hast. Zum Thema Herr der Ringe, ne? So Saurons Auge. Könnte auch ein Drachenauge sein. Ich persönlich glaube, das ist ein Drachenauge. Ja, natürlich glaubst du, es ist ein Drachenauge, weil irgendwie alles bei dir ja Drache sein muss. Es ist mit Sicherheit auch eine Drachenkette und es sind Drachenringe. Anders geht es ja nicht. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also, letzten Endes ist jetzt so, ist die folgende Frage, die Ja, was denn? Schmuck bei Männern. Ja, ist völlig in Ordnung. Gibt es seit weiß ich nicht wie vielen tausend Jahren. Völlig normal. Willst du jetzt sagen, dass du dafür eintrittst, das jetzt populär zu machen oder wie? Viele sagen immer so, es ist schwul. Nein, Reini, es ist völliger Blödsinn. Es ist doch absoluter Quatsch. Warum soll es denn keinen Männerschmuck geben? Zum Beispiel Ringe oder irgendwas werden doch seit Jahren, also seit Tausenden von Jahren getragen. Es ist doch einfach nur Quatsch. Ketten und ähnliches, ja. Völlig normal. Aber viele tragen irgendwie Ketten oder sowas oder Halsketten oder irgendwas, was weiß ich. Ja, das ist wieder alles nur in deinem Kopf, Reini. Alles nur bei dir. Nicht in der echten Welt. Ich persönlich muss sagen, ich konnte mich immer damit identifizieren, also nicht mit Thema schwul, obwohl ich ja bisexuell bin, sondern mit Ringen, Halsketten und so weiter. Mein ersten Ring, den ich je hatte, den habe ich mir selber gekauft mit 13 oder 14. Das war damals auf einem Kirchweih, auf einer Kirmes, auf einem Volksfest, wie auch immer ihr es bei euch bezeichnet. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch heißt. Ich weiß ja nicht, wer jetzt wo von wo zuschaut. Reini, wir wissen, was gemeint ist. Wir kriegen das hin. Und da ist es halt so, dass ich mir den damals gekauft habe und den immer anhatte. Da ich natürlich sehr groß bin und da ich auch immer schon sehr gewachsen bin und mit Ja, okay. Die Feuerwehr musste kommen und irgendwie diesen Ring von deinen Fingern flexen. Weil das anders nicht mehr ging. Schon klar. 13 bin ich noch sehr stark gewachsen. Ja, nur nicht nach oben. War mir der Ring irgendwann zu klein. Ich habe den Ring auch nicht mehr. Ja, das wundert mich auch nicht, weil er wahrscheinlich irgendwo in der Schanze liegt. So wie alles andere halt auch, was wegkommt. Ja. Und dann war es irgendwann so,
dass ich mir später noch ein paar Ringe gekauft habe, Halsketten gekauft habe, meinen Torhammer habe ich irgendwann geschenkt bekommen und jetzt kriege ich von meiner Freundin eine Kette geschenkt, über die ich mich tierisch freue und über wo ich mich generell sehr freue darüber, weil es halt von meiner Freundin ist. Ja, welches Bärchen war's? Cola-Bärchen? Sag's doch. Und da machen einige Leute wieder so einen auf Zicke und sagen so, ein Ring trägt mir eine Kette. Ich habe früher Ja, wir haben gesehen, welchen Durchmesser diese Ringe haben. Und wir wissen, wie deine Finger aussehen. Wo willst du den denn drüber ziehen? Okay, mir ist gerade was eingefallen. Aber lass es. schon Ringe an Ketten getragen. Da hat es keine Sau interessiert. Und dann später bin ich ja gegangen und habe Dann später bin ich gegangen und habe auch ein paar Mal verschenkt. Bei ein paar bereue ich es auch sehr. Ja, das glaube ich dir auch. Du bereust es, dass du Sachen an andere Menschen weitergegeben hast. Das ist natürlich auch schrecklich für dich. Du hast dann ja gar keinen Vorteil davon. Na gut, wie dem auch sei. Meine Meinung zu Ringen oder generell meine Meinung zu Halsketten. Ich dachte, es geht um Schmuck und warum zu ringen generell um Halsketten? Halsketten und Ringe sind normalerweise was Unterschiedliches. Ich persönlich trage sowas wie Halsketten sehr gerne. Ich trage auch sowas wie Armbänder sehr gerne. Da ich mich um mein, da meine Freundin sich allerdings ein bisschen sehr verschätzt, muss man leider dazu sagen, ist es zum Beispiel so, dass sie mir auch das hier geschenkt hat. Aber auch das kann ich leider nicht anziehen. Ja, ist mir schon klar, dass es nicht um dein Handgelenk passt. Sie hätte dir vielleicht einen Gürtel kaufen sollen, dann hättest du dir da drum machen können. Weil das ist nämlich das Problem, wenn ich das anziehen will, das passt mir kaum über die Finger, geschweige denn über die Handfläche. Und man kann es zwar aufmachen, aber ich bin halt wirklich sehr groß. Und Wenn er noch einmal sagt, dass er sehr groß ist. Ja, Reini, du hast auch sehr dreckige Fingernägel. Tatsächlich unter allen Fingernägeln werden ist viele sagen, Dreck. du bist so und so fett. Ja. Ja, ich bin hier aber nicht fett am Handgelenk. Willst du mich verscheißern? Du bist überall zu viel. Und das Problem ist halt wirklich, ich bin halt sehr groß. Ich kann es schon Boah, ich komme gleich durch die Leitung, Reini. zumachen, aber das ist halt einfach zu eng. Das soll ja locker dran sein. Ja, und weil du so lange Arme hast, passt das jetzt nicht drum, oder wie? Oh. Ist sehr schade, ich hätte das total gerne angezogen, aber es ist halt leider so. Also muss ich aber dazu auch sagen, dass man sich halt auch nicht gleich immer darüber aufregen muss, wenn irgendjemand irgendwas anders macht als man selbst. Nur weil ihr es jetzt nicht mögt. Was denn nicht mögen? Du warst gerade bei deinem komischen Kettchen fürs Handgelenk, was du nicht drum kriegst, weil du so riesig gewachsen bist. Oh. Nur weil ihr es jetzt nicht mögt, muss es noch lange nicht schlecht sein. Es muss auch nicht lange scheiße sein oder so, nur weil ihr irgendwas komisch findet. Ein Ring an der Kette. Reini, kein Mensch hat irgendein Problem damit, mit Halsketten, mit Ringen, mit Armbändern oder sonst irgendwas. Wie kommst du jetzt da drauf? Kette, ja, ist seit Herr der Ringe mit Sicherheit mega out. Wisst ihr, wie viele Leute ich, oder vor allem wie viele Männer ich rumlaufen sehe mit Ringen an Ketten? Gar keine, weil du nicht aus deiner Schanze rauskommst. Du musst auch nicht die ganze Zeit rumlaufen wie Frodo, nur weil deine Füße halt irgendwie nicht mehr in normale Schuhe reinpassen. Solltest vielleicht mal irgendwie zur Fußpflege gehen und dir mit deinen Zehennägeln helfen lassen. Dann musst du nicht immer barfuß rumlaufen oder halt deine Outdoor-Hausschuhe tragen. Viele Männer werden das schon oft gemerkt haben. Und viele Männer in meinem Alter vor allem werden das kennen, wenn sie einen Ring am Finger tragen wollen. Entweder das Problem ist, er stört beim Arbeiten. Ja. Ja, das. Nein, ja, das ist was dich wahrscheinlich am meisten belastet. Hat man einen Ring am Finger und man ist zum Beispiel Handwerker oder so oder arbeitet sehr viel handwerklich, ob jetzt zu Hause oder in der Arbeit, in der Firma. Man wird immer hängen bleiben, man wird den Ring verkratzen, man wird irgendwas kaputt machen, also muss man ihn immer abnehmen. Und ich für meinen Teil habe keine Lust, immer den Ring anzufingern und immer abzumachen und anzumachen und hinzumachen. Ja, das mag ich nicht. Deswegen trage ich den Ring auf. Ja, und deswegen arbeitest du einfach nicht. Haben wir verstanden. Okay. Haben wir eine weitere Ausrede gehört, warum du nichts machst. Super. Oft lieber an der Kette. Das ist jetzt bei so einem Ring hier zum Beispiel. Genau, weil wenn er an der Kette hängt, die frei baumelt, da kann man ja quasi gar nicht dran hängen bleiben. Nicht wahr, Reini? Beispiel, so einen Ring hier würde ich nie an der Kette tragen, weil der hat auch gar nicht die Form dafür.
Was ich Ringe an Ketten trage, sind solche Ringe hier, wie das jetzt, ne, wo so eine einheitliche Rundform haben. Man muss auch übrigens nicht unbedingt einen Ring irgendwie vom Juwelier nehmen. Nee, man kann auch irgendeinen nehmen aus dem Kaugummiautomaten. Sieht dann dementsprechend toll aus. Ich habe zwei Kumpels, beziehungsweise... Nee. Ich habe einen Freund und der hat eine Freundin. Oh, ja, bestimmt. Und er ist Mechaniker und sie bastelt zu Hause gerne auch an Autos rum und auch an anderen Sachen so. Ist aber nicht Mechanikerin, sondern hat einen anderen Beruf erlernt und bastelt aber zu Hause gerne an Autos rum. Und beide sind halt hergegangen und als sie sich verlobt haben sie sich einfach einen Dichtring geschenkt. Na, die haben einfach aus ihrem Lieblingsauto einfach einen Boah, es ist wieder fantastisch. Also Reini, top Vorbereitung. Ich würde das Handy auch nicht auf lautlos machen. Erst recht nicht, wenn es das erste Mal schon gebimmelt hat. Die haben aus ihrem Lieblingsauto einfach einen Dichtring ausgebaut. Und dann sind sie einfach hergegangen und haben diesen Dichtring verpackt und sich gegenseitig geschenkt. Ja, und heute sind sie deswegen nicht ganz dicht, oder was? Reini, das ist doch total bescheuert. Wer läuft denn mit einem Dichtring durch die Gegend? Es ist auch wieder alles nur in seinem Kopf. Seine Freundin aus Denken hat ihm einen Ring geschenkt. Irgendwelche anderen Freunde aus Denken schenken sich gegenseitig Dichtringe. Es ist heute wieder die fantastische Welt des Rainer Winklers. Finde ich persönlich eine coole Idee. Habe ich auch schon öfter gesehen. Dass Menschen mit einem Dichtring um Finger rumlaufen. Nee, ich habe das noch nie gesehen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Generell habe ich auch schon Ringe... Boah. Ganz ehrlich. Mach dein Handy auf lautlos. Hör auf rumzunörgeln, hör auf rumzumeckern. Es ist deine Verantwortung. Du nimmst ein Video auf, bist generell zu faul zum Schneiden. Dann mach wenigstens dein Handy auf lautlos. Ich versuche hier zu arbeiten, Schatz. Ja, okay, jetzt hat er mich. So, lautlos. Alle 10 Sekunden, ey, warum kann man nicht einfach eine Nachricht schreiben und dann warten? Also, es ist letzten Endes so, man muss nicht immer gleich an allem rummeckern. Und Halsketten und generell Ketten sind sehr cool. Ja, total cool. Ich persönlich trage sowas gerne, ob sie nun aus Metall sind oder ob sie nun aus Leder sind, spielt absolut keine Rolle für mich. Reini, hast du nicht mal in einem anderen Video gesagt, du möchtest nicht cool sein? Warum trägst du dann Sachen, die cool sind, deiner Meinung nach? Also, irgendwie widersprichst du dir mal wieder ein wenig. Letzten Endes ist es auch der Gedanke, der zählt. Meine Freundin hat mir diese Ringe geschenkt, die ich liebe. Meine Freundin liebe ich. Und ich finde es sau cool. Aber dann kommen Leute daher so, du kannst den Ring doch nicht an der Kette tragen. Passt auf. Bei Schmuck ist es wie bei vielen anderen Sachen im Leben. Tragt das, was ihr möchtet. Tragt es, wie ihr möchtet. Und scheißt auf die Meinung anderer. Ja, Reini, du bedenkst aber nicht, dass andere dich so sehen müssen. Die anderen müssen deinen Anblick quasi ertragen. Das ist das Problem. Das heißt, wenn du irgendwo rumläufst und rumläufst, wie du manchmal halt rumläufst. Du trägst keine Unterwäsche und hast halt ein Loch in der Hose. Das ist halt schwierig. Das ist halt belastend für die anderen Menschen. Du siehst das nicht, weil du hast ja deinen natürlichen Sichtschutz da unten. Aber die anderen mögen das vielleicht dann nicht. Weil letzten Endes tragt ihr es, weil ihr euch damit gefällt. Weil es euch gefällt an euch. Und vielleicht, weil es anderen an euch gefällt, die euch mögen. Diese Leute werden sich aber nicht darüber aufregen, dass du den Ring an der Kette anstatt an einem Finger trägst. Boah, Reini, kein Mensch regt sich darüber auf. Es interessiert nicht mal irgendeinen. Mach doch, was du willst. Als Mann ist es sowieso immer schwierig, einen Ring an der Kette an einem Finger zu tragen. Ich persönlich trage Ringe grundsätzlich lieber an der Kette. Ja, Reini, aber die anderen Leute nehmen halt auch nicht 150 Kilo zu. Die können einfach einen Ring auf ihren Finger stecken. Ganz normal. Und die kriegen den sogar wieder runter. Weil die halt leichter zu verstecken sind, beziehungsweise nicht zu verstecken sind, sondern ein Ring an der Kette. Ja, ich arbeite am Auto. Bleib mit der Hand hängen. So, jetzt ist der Ring Kette weg. Kann ich runterfallen, kann ich rausrutschen, ist einfach nicht da. Die einzige Möglichkeit, wie der jetzt aus meinem Pulli wieder rauskommt, ist entweder, indem ich ihn wieder rausnehme oder indem ich Kopf überhänge. Und wenn ich Kopf überhänge, das wird erstens mal nicht passieren. Und zweitens, selbst wenn es... Alter, meine Haare! Und zweitens, selbst wenn es passieren würde,
wäre immer noch die Situation die, dass ich dann andere Probleme hätte als meine Halskette, die mir vom Kopf runterrutscht. Ja, andere Probleme. Okay, das kann ich jetzt wieder nachvollziehen. Dass man andauernd mit dem Ring am Finger irgendwo hängen bleibt. Ich weiß nicht, woher er das hat. Hat er das irgendwo gehört? Denkt er sich das wieder aus? Schwierig, Reini. Oder vom Hals runterrutscht. Ja. Und dann immer die Aussage, wo ist denn dein Hals? Von wem kommt das denn? Wer hat denn die ganze Zeit immer von seinem Hals geredet? Kennt ihr da einen Reactor, der das andauernd macht? Also mir ist das völlig unbekannt. Grüße gehen trotzdem raus an den. Nur weil ich so ein Stirnacken bin, ja, braucht ihr nicht lange, wo ist denn dein Hals? Ein Stirnacken. Dieser tolle Kraftsportler Rainer Winkel. Boah, meine Güte. Kriegt ihr das eigentlich mit, was er erzählt? Er hat es ja schon mal in einem Video gesagt, dass er sich mehr oder weniger für einen Bodybuilder hält. Reini, um seinen Körper irgendwie positiv zu gestalten, Muskeln aufzubauen, muss man irgendwie mal trainieren. Das machst du eher seltener. Ich habe Hater gesehen, die haben weniger Hals als ich. Nur so als Info. Gut, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge habe ich ehrlich gesagt gar nichts vorzumachen erst einmal, weil das ist jetzt erstmal eine Folge für morgen. Wir machen morgen in der Folge dann wieder was Neues. Also in der heutigen Folge. Das andere ist jetzt, ich nehme jetzt an einer Aufnahmesession auf. Ich habe jetzt 3 Folgen aufgenommen und einen Vlog. Das muss ich jetzt noch bearbeiten und hochladen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Und jetzt muss ich mich bei meiner Freundin entschuldigen. Ja, viel Spaß dabei. Entschuldige dich bei dem Bärchen. Aber brauchst das nicht machen. Sie wird es eh nicht persönlich nehmen. Ich denke immer, diese Meinungsvideos, das ist harmlos. Nein, ist es nicht. Rainer schafft es mich dabei, furchtbar Mett zu machen. Er redet immer einen Unsinn. Er wirft Themen auf, die überhaupt nicht real sind. Vorwürfe an Männer, dass sie Schmuck tragen würden. So ein Quatsch. Also, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich beruhige mich jetzt wieder. Ich mache mir einen Tee. Komm runter. Und ja, dann schaue ich mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne ein Abo abschließen für weitere Videos. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich lese sie alle. Und falls ihr bei meinem ganzen Geschwafel vergessen habt, wo ihr hier eigentlich seid. Du heißt wie erst mal Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.